Pastrana als Hauptstadt durch. Anfang des 20. Jahrhunderts zählt es gerade mal 15.000 Einwohner. Es gibt weder Strom noch fließend Wasser. Dafür riecht es nach ranzigem Fett und Hammel. Das Eintreffen des ersten Toilettenbeckens wird als kurioses Ereignis von rätselhaften Nutzen begrüßt. Dennoch ist auch das Erwachen des Balkans zu spüren. Kleine Werkstätten, die ersten Cafés. Ein Kleinbürgertum entsteht, erzogen von unerschrockenen Nonnen, darunter die spätere Mutter Teresa. Die Albaner gelten als Türken, aber sie verstehen sich als ein Volk, das eine eigene Zukunft sucht. Ein junger Mann, Ahmet Sogu, wird allem, was bis dahin nicht mehr als ein Traum war, Gestalt verleihen. Noch im Kindesalter verliert er seinen Vater und tritt dessen Nachfolge als Clanoberhaupt an. Seine Mutter, eine starke Persönlichkeit, schickt ihn nach Konstantinopel zur Schule. Der Junge besucht das französische Gymnasium, entdeckt die kosmopolitische moderne Großstadt und wird am Hof des Sultans Abdülhamid II. Eingeführt. Eine zu kurze Begegnung, um erfolgreich zu sein. Die Revolution der Jungtürken entthront den Sultan. Die Ereignisse überstürzen sich. Ein sich gerade bildendes Staatenbündnis entledigt sich der osmanischen Vormundschaft. Albanien hat gerade seine Unabhängigkeit erklärt, als Ahmet von seiner Mutter unter Anweisung des aufgeklärten Bey Ismail Kemali zurückgerufen wird. Mit nur 16 Jahren wird er Berater dieses Vaters der neuen Nation, in der man das Lexikon vergebens nach der Definition des Wortes Staat durchsucht. Es fehlen offenbar die entsprechenden Seiten. Albanien versinkt im Bürgerkrieg und Ahmet nutzt die Bündnisse zugunsten seines Clans. Bald ist er der aussichtsreichste Anwärter, um als Stellvertreter dem deutschen Prinzen Wilhelm zu Wied zu dienen, den die Großmächte zum König von Albanien ernannt haben, um Ruhe und Ordnung wiederherzustellen. Wilhelm zu Wied, ein Junker nach alter Manier, und seine ehrgeizige Gattin, die ihre zukünftigen albanischen Untertanen schon ins Herz geschlossen hat, rücken mit martialischem Schritt auf ein Wespennest vor. Unter der Führung des selbsternannten Premierministers Esad Pascha, der nur darauf lauert, ihn zu entthronen. Es folgen 6 Monate voller Verrat und konfuser Scharmützel. Ahmet Sogu kann seinen Herrn nicht schützen. Esad Pascha spielt mit dem im Hafen von Durres eingesperrten Behelfsmonarchen Katz und Maus. Bei Ausbruch des Ersten Weltkriegs erinnert sich Wilhelm daran, dass er auch Deutscher ist und schifft sich mit seiner enttäuschten Gattin und seinen frisch erschienenen, später die Philatelisten beglückenden Briefmarken in die Heimat ein. Ahmet Sogu begreift schnell, dass er auf die falsche Karte gesetzt hat. Fortan setzt er auf Österreich, das 2/3 des Territoriums besetzt hält. Schluss mit den zerlumpten Milizen.